Wir müssen als Politik, als Gesamtverantwortung lernen, dass wir anders bestellen und einkaufen müssen. Wir können nicht darauf warten und vertrauen, dass in Pandemiezeiten, wo jeder Staat seine Produkte selbst braucht, dass diese aus Asien oder sonst woher geliefert werden, sondern wir müssen gerade auch bei diesen Produkten gewisse Vorhaltung hier organisieren, Lagerhaltung organisieren, aber auch Produktion anschieben, dass wir in Pandemiebedingungen dann auch Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte zeitnah versorgen können. Die dürfen aber auch ihre Lagerhaltung, wenn ich das so sagen darf, in Anführungszeichen etwas ausbauen, dass nicht gleich nach einer Woche die Produkte verbraucht sind. Wenn wir das gemeinsam hinbekommen, sind wir da gerade jeweils bei dem Thema einen entscheidenden Schritt weiter. Grundsätzlich muss man sagen, wir müssen sehen, dass wir eine vertragszahnärztliche Leistung auch für Vertragszahnärztinnen und Zahnärzte gewährleisten können. Und wenn dort aufgrund neuerer Bedingungen, anderer Bedingungen dort eine entsprechende Schutzwirkung erzeugt werden muss, müssen wir uns auch über einen Schutzschirm Gedanken machen. Aktuell scheint das aber überwunden zu sein. Und ich glaube, dass die Zahnärztinnen und Zahnärzte relativ moderat durch diese Pandemie gekommen sind. Einzelschicksale sind immer ein Problem, ja. Aber in der Masse glaube ich, dass das einigermaßen funktioniert hat. Aber besser machen kann man die Dinge immer. Also ich denke, dass die elektronische Patientenakte, die ja eingeführt ist, die jetzt auch flächendeckend umgesetzt werden muss, dass wir dort noch Handlungsbedarf haben, dass wir dort noch besser werden müssen, dass wir noch mehr Vertragszahnärztinnen und Ärzte überzeugen müssen, sich dem anzuschließen, mitzutun und aktiv mitzutun, mit all den Möglichkeiten und Chancen, auch Arbeitsvereinfachung, Vereinfachung der Abläufe und damit Kostenersparnis, die darin liegen, dass wir das umsetzen. Und ich denke, wir müssen uns noch Gedanken machen, dass die Haftungsfragen, die immer eine Rolle spielen, an welcher Stelle Haftung einsetzt für den einzelnen Zahnarzt, dass die so klar rausgearbeitet werden, dass Haftungsfragen eine solche elektronische Patientenakte nicht behindern, sondern dass da klare Abgrenzungen vorgenommen wurden, wer bis zu welchem Punkt eine Verantwortung und dann auch eine Haftung hat. Und wenn wir das hinbekommen, und da sind wir guter Dinge, dass wir das schaffen, dann glaube ich, ist das der entscheidende Schritt in dem Bereich, wo wir für den Arbeitsalltag von Zahnärztinnen und Zahnärzten eine Menge Zusätzliches erreichen können. Dieses Problem hat ja mehrere Facetten. Wir haben im TSVG versucht, sicherzustellen, dass investorengetriebene MVZs unter gewissen Rahmenbedingungen dort sich platzieren können und am Marktgeschehen teilzunehmen. In der Diskussion im Vorfeld, an der ich intensiv teilgenommen habe, ist uns immer wieder auch von diesen Investorengruppen versichert worden, dass die Versorgung des ländlichen Raums dort sichergestellt werden kann. Ich muss jetzt feststellen, dass das wohl sehr optimistisch formuliert war, tatsächlich nicht stattfindet. Das heißt, wir müssen, gerade was die Versorgung des ländlichen Raums angeht, und ich stehe für den ländlichen Raum als Politiker aus Westmecklenburg, sicherstellen, dass die Versorgung nicht zentriert wird auf Mittelzentren, auf Zentren und im ländlichen Raum nicht mehr stattfindet, weil investorengesteuerte MVZs haben dort kein Interesse, weil das, was sie dort machen können, nicht nachgefragt wird und nicht zu den Umsätzen führt, die sie haben wollen. Das führt dazu, dass wir uns natürlich da Gedanken machen müssen, ob die Versorgung insgesamt dort aufrechterhalten werden kann. Aber das gilt ja auch für die normale Versorgung, auch in Mittelzentren und Städten. Investorengesteuerte MVZs nehmen sich die Kuchenstücke raus aus der Versorgung und halten sich bei anderen Dingen eher zurück. Und da müssen wir aufpassen, dass die Versorgung insgesamt nicht schlechter wird. Wir wollen ja eine komplexe Versorgung, ein Arzt-Patienten-Verhältnis, was auf Vertrauen fußt, dass nicht das Implantat mit aller Gemacht durchgedrückt wird, sondern dass eine vernünftige Behandlung stattfindet, eine Beratung stattfindet, ein Vertrauen stattfindet und nicht Umsatzzahlen der entscheidende Parameter ist. Von daher sehe ich das mit sehr großer Sorge. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir, und das haben wir uns auch gegenseitig in die Hand versprochen, wie wir investorengesteuerte MVZs weiter zurückdrängen können oder zumindest jeweils die Rahmenbedingungen so ausgestalten können, dass sie sich nicht weiter ausbreiten. Ich persönlich kann nicht erkennen, dass diese Versorgungsform, wenn man sie als solche bezeichnen darf, ein Gewinn ist, sondern wir wollen den niedergelassenen Zahnarzt, die niedergelassene Zahnärztin unterstützen und wir halten das gerade auch für den ländlichen Raum für die richtige Versorgungsform, die über Jahrzehnte sich bewährt hat und die wollen wir gerne in dieser Struktur auch erhalten. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist natürlich, dass die Zahnärzteschaft selber aufgerufen ist, dort sich richtig zu verhalten. Man kann Zahnarztsitze nur aufkaufen, wenn ein Verkäufer da ist. Und solange die Zahnärzteschaft immer noch Verkäufe an diese Strukturen tätigt, wird man auch in der Politik große Schwierigkeiten haben,
das entsprechend einzudämmen. Vieles in dem Bereich bei dem Verkauf von Praxen und von Vertragszahnarztwissen läuft ja über Preis. Vielleicht muss man sich auch innerhalb der Zahnärzteschaft noch mal Gedanken machen, ob die Zulassungsvoraussetzung nicht eine andere ist. Es gibt ja kein Recht auf Verkaufserlös durch eine Praxis. Vielleicht müssen wir da, wenn die Vertragszahnärztinnen und Zahnärzte auf uns zukommen, wir uns auch noch mal Gedanken machen, ob wir dort andere gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen müssen, dass das nicht so ohne weiteres möglich ist. Ich glaube, dass die Leute es nicht so sehr interessiert, wer letztlich in der Endkonsequenz dahinter steht. Und das kann im Übrigen, wenn man das möchte, auch so gestaltet und verschleiert werden. Ich bin von Haus aus Anwalt über entsprechende Beteiligungsstrukturen, dass der Normalbürger, selbst der Kundige, dort den Überblick verliert. Ich glaube, das wird überbewertet, aber schadet sicher nicht, wenn wir das fordern und dann klar erklärt wird, wer dahinter steht, welche Strukturen. Aber ob das auf das Versorgungsgeschehen und die Entscheidung der Patienten entscheidenden Einfluss hat, da wäre ich doch zweifelnd. Relativ einfach. Sie müssen sie überzeugen und sie müssen das Bewusstsein wecken, dass eine Tätigkeit im ländlichen Raum erfüllend sein kann, sehr vielschichtig ist und auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Ich habe Gott sei Dank in meiner Familie zwei junge Zahnärzte, mein Schwiegersohn und meine Tochter sind beide Zahnärztin, haben sich beide im ländlichen Raum niedergelassen, beziehungsweise werden das perspektivisch tun. Und die haben festgestellt, dass die Gesamtsituation bis hin zur Einkommenssituation im ländlichen Bereich jedenfalls deutlich besser ist als in manchen urbanen Bereichen. Und wenn man dann eine Affinität zum ländlichen Raum hat, dort wohnt, sich wohlfühlt, dann ist die Entscheidung, wenn man das richtig erklärt, leicht, auch eine solche Ansiedlung vorzunehmen. Das Problem ist, dass junge Zahnärztinnen und Zahnärztinnen, und das wäre ein weiterer Ansetzungspunkt, der direkt damit zu tun hat, im Regelfall nicht beurteilen können, wie die wirtschaftlichen Auswirkungen sind. Ein Fach in der Ausbildung, wie wirtschaftliche Rahmenbedingungen gestaltet werden müssen. Wo ist der Unterschied zwischen einer Praxis im urbanen und ländlichen Bereich? Wie sind die Schwerpunkte? Was muss ich tun? Wie muss ich investieren? Wie teuer ist Miete? Wie teuer sind Mitarbeiter? All dies wird nicht vermittelt, muss dann durch Selbsterfahrung umgesetzt werden und schafft natürlich hohe Schwellen für junge Zahnärztinnen und Zahnärzte, eine Entscheidung zu treffen, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil sie einfach Angst haben und das nicht überblicken. Und wenn wir da ansetzen, dass wir auch im Studium vermitteln können, was Niederlassung bedeutet, was Freiberuflichkeit bedeutet, mit den Chancen und Risiken, werden wir, glaube ich, immer mehr Zahnärztinnen und Zahnärzte gewinnen können, die sich für diesen Beruf, für die Berufsausübung auch im ländlichen Bereich entscheiden. Man erhofft sich davon, dass der Patient, so wie ich das wahrgenommen habe, frei entscheiden kann, dass er auf Basis eines Festschusssystems weitere Leistungen, andere Ausführungen vereinbaren kann mit seinem Zahnarzt, dass aber ein fester Kostenblock da ist und der das nicht möchte, sich nicht leisten will oder es nicht für notwendig hält, dann im Rahmen des Festzuschusses normal behandelt werden kann, aber der sich etwas mehr leisten muss, nicht dann mit Negativentscheidungen der Krankenkassen leben muss im Zweifel, sondern mit dem Festzuschusssystem das einpreisen kann und dann selbst entscheiden kann, ob er mehr investieren möchte oder nicht. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, dass ein gutes System die Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Patient durchaus erleichtern kann, weil ein großer Kostenblock durch den Festzuschuss einfach abgedeckt ist und auch in der Wünschen, den man nachgehen kann, wenn man zum Zahnarzt kommt, kann der Zahnarzt dann eher nachkommen, wenn man nur gewisse Anteile zuzahlen muss. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, das umzusetzen. Es ist der ewige Streit zwischen meiner Partei, der CDU, mit der es eine Abschaffung nicht geben wird. Wir brauchen die privaten Krankenversicherungen, die ja gerade im zahnärztlichen Bereich noch einen anderen Stellenwert hat als in vielen anderen Bereichen. Wir wollen keine Bürgerversicherung. Uns hat auch noch niemand erklärt, wie es verfassungsrechtlich umsetzbar wäre, die private Krankenversicherung abzuschaffen. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben Erfahrungen gemacht, dass das Versorgungssystem besser ist, dass im zahnärztlichen Bereich, auch im ärztlichen Bereich, eine private Liquidation eher dazu führt, dass Innovationen in den Markt kommen, dass Versorgung besser wird. Und wir sehen keine Veranlassung, das zu ändern. Der eine private Krankenversicherung haben darf und möchte, und sich da entscheidet und dann zu entsprechenden anderen Behandlungsverträgen kommen, soll das weiter machen können in Deutschland. Mit der Union wird es eine Abschaffung der privaten Krankenversicherung und damit der Abschaffung des dualen Systems nicht gehen. Mal abgesehen, dass uns bis jetzt auch noch keiner erklären konnte, wie das tatsächlich technisch gesetzlich umgesetzt werden sollte, sondern die Garantie für die private Krankenversicherung, die wir verfassungsrechtlich
dort gewähren müssen, ist da und kann auch so ohne weiteres nicht geändert werden. Da muss man natürlich verschiedene Dinge im Blick haben, aber ich scheine mir zwei wesentliche Dinge, die wir angehen werden, auch wenn wir entsprechende Koalitionsverhandlungen machen sollten, wenn wir daran beteiligt sind, wenn der Souverän uns das Mandat gibt. Ich glaube, dass die Frage der MVZ, der Versorgung, die ja strukturell daran angeknüpft ist, dass wir die intensiv bewerten müssen. Ich würde gerne den freiberuflichen Zahnarzt, der vielleicht in einer Berufsausübungsgemeinschaft BAG mit ein, zwei spezialisierten Kollegen arbeiten kann, vielleicht eine Entwicklung für die Zukunft ist, aber auch der Einzelkämpfer, wenn ich das so sagen darf, eine Perspektive haben soll. Investorengesteuerte MVZ ist nicht die Lösung. Das wird die Versorgungsstruktur ändern. Das haben wir ja schon herausgearbeitet. Also da sehe ich einen Schwerpunkt. Ein weiteres Thema ist die Alleinerbehandlung. Wir haben ja aktuell zu beklagen, dass Zahnkorrekturen, Maßnahmen am Zahnapparat vorgenommen werden durch Schienen, die nicht immer unbedingt in Begleitung von Kieferorthopäden und Zahnärzten erfolgen. Diese Entwicklungen sind nicht gut. Da werden teilweise zumindest in vielen gravierenden Einzelfällen mehr Schäden verursacht, als wirklich eine Korrektur sinnvoll stattfindet. Eine solche Behandlung kann nur unter Begleitung von Kieferorthopäden und Zahnärzten stattfinden. Und das müssen wir gesetzgeberisch so verankern, dass das auch geklärt ist. Das, was da im Augenblick am Markt sich entwickelt hat, ist nicht segensreich. Und da müssen wir gegenhalten.